Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von Production Line. Weitere Folge stimmt gar nicht, sondern zu einer neuen Staffel von Production Line. In der ersten Staffel bin ich pleite gegangen und was machen wir hier? Wir wollen hier eine Automobilfirma zum Laufen bringen und fangen wieder ein neues Spielchen an und werden wieder in der Fabrik, die wir uns schon auskennen, starten. Wir machen das auch wieder mit der Konkurrenz, damit es ein bisschen realistischer bleibt auch. Und wir hoffen mal, dass wir dann jetzt ein bisschen richtig unterwegs gehen können oder ein bisschen besser hier arbeiten werden. Weil ich hatte in der ersten Staffel wohl anscheinend zu viele Kredite aufgenommen. Das war ein großes Problem und deswegen sind wir pleite gegangen. Ne? Erst friesische Motorenwerke. Also wieder mal. Ja, gleiche Firma und da haben wir schon wieder alles schön parat. Also die Frage ist nun, wo starte ich wieder einmal? Von oben nach unten, unten nach oben. Da bleibt sie hier ziemlich identisch. Und das, was wir zunächst einmal machen, ist natürlich wieder einmal, vielleicht sogar zuerst mit den Entwürfen, erstmal vor Ideen sammeln, also wie wir das platzieren wollen. Ne? Wir könnten auch komplett sagen, dass wir es so laufen. Ne, meistens eine schnelle kleine Produktionskette, die wir aber auch erweitern müssen. Das ist es ja. Wir können nicht einfach nebenbei komplett alles andere neu bauen. Ne? Das große Problem ist, dass wir später ja alles ein bisschen vertiefen können und dann müssen wir den Platz halt noch haben, um weitere Dinger dazwischen montieren zu können. Das möchte ich machen, indem ich dann einfach nach rechts ausweiche. Also vielleicht mache ich hier eine Linie geradeaus und nach rechts kann ich immer ausweichen. Versuchen wir das mal. Mit genug Platz natürlich und trotzdem, ich drücke mal ganz hier an die Wand. Würde das gehen? Dann kommt, achso, Karosseriemontage. Ich würde einmal vielleicht eventuell runterfahren und da auch wieder hinfahren müssen. Also drei auf jeden Fall. Durch die Mitte und dann, ja, müsste eigentlich schon reichen, machen wir zwei Platz. Und dann kommt die Lackierung, auch zwei Platz. Dann Motor, zwei Plätze frei. Zubereitung, zwei Plätze frei. Ist die Halle länger oder ist sie gleich? Das ist schwierig, ne? Elektronik und Qualitätssicherung, alles wird ziemlich eng. Ja, ist es auf jeden Fall. Darum planen wir es doch ein bisschen anders. Wir werden Fahrgestell, Karosserie nur einen. Wir werden ja auch unterkommen. Hier müssen wir dann, wenn wir es drehen, auch wieder einen freilassen. Motor eigentlich einer frei, müsste immer reichen. Zubehör, Elektronik und Qualitätssicherung. Denn der Ausgang. Qualitätssicherung, ja stimmt, wollen wir später auch nochmal vergrößern. Die ist jetzt sehr schmal hier. Dann machen wir doch zwei frei und dann kommt der Ausgang. Export. Okay, die Entwürfe, was kostet uns das? Die erste Fabrik hier, 560.000, würde uns das durchaus kosten. Wenn wir, also alles dauert unterschiedlich lange. Die erfahrenen Zuschauer wissen das natürlich schon, aber das heißt, wenn wir jetzt diese Anlagen, die sehr lange brauchen, nochmal bauen würden, das sind die ersten, diese drei hier, von Karosserie, Lackierung und Motormontage, dann würde alles 799.000 kosten plus, okay, lassen wir es erstmal weg. Wir wollen ja vorsichtig diesmal spielen und kaufen diese ganzen Dinge. Jetzt müssen wir noch die Förderbänder einmal durchziehen. Ist jetzt nicht so dramatisch schwer, ne? Und die Importierer. Wir bauen zwei, auch wenn die teuer sind. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da die Produktion hinkriegen. Hier, so. Ach so. Ja, vielleicht sind wir auch da ein bisschen sparsamer und sagen, okay. So,
jetzt haben wir da eine Verbindung. Alles ist angeklemmt, außer der noch. Okay, das heißt, das alles, ja, passt aber ruhig. Wir sind ein bisschen sparsam unterwegs jetzt. Okay, jetzt können wir erstmal zunächst... Ne, wir haben eine Produktionslinie hier. Wir könnten also unser erstes Auto nochmal eben anschauen hier. Das können wir umbenennen. Es ist eine Limousine. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ich bin da jetzt nicht ganz kreativ. Wir sind die Ostfriesischen Motorenwerke. Dann ist das hier einfach der von der Ostfriesischen Motorenwerke die Limo Compacto oder so. Die Limo Compacto. So wissen wir, was es damit auf sich hat, was es für ein Auto sein soll. Und der Preis. Wir bleiben in der Kompaktklasse, aber wir sagen mal, komm, mit 20.000 ist auch eigentlich mal ganz gut. Und das Auto wird dann gleich hier erstellt werden. Ja, jetzt können wir auch die Zeit vorspulen. Könnten wir, ich will ja unbedingt auch in die Forschung schon investieren. Das heißt, wir werden hier natürlich die Anlagen, die Forschungsbüros bauen. Ein Forschungsbüro kostet 64.000. Da muss ich jetzt gucken. Auch ich weiß gar nicht, was der Unterhalt kostet. Strombedarf 60, Mitarbeiter 6. Jetzt muss ich mal gucken, was ein Mitarbeiter kostet. Teile. Auf Lager. Einklappbare Außenspiegel. Ja, ich weiß auch nicht. Ausstattung. Ah, okay. Also hier kann man einiges nur noch überschauen. Ich wollte eigentlich gucken. Ne, da nicht. Dann war das hier. Ne, das war ja hier. So. Preise. Forscher 98 Stunden Lohn. Ne? 98 die Stunde. 6 Stück haben wir pro Labor. Das ist schon ein bisschen was, was da zusammenkommt. Was ist eigentlich hier? Versorger. Versorgungslager. Okay. Also wir könnten auch quasi etwas mehr auf Lager packen. Brauche ich aber eigentlich gar nicht. Mache ich eigentlich nie damit. Okay. Kraftwerk. Ja, auch noch nicht. Export. Später geht da mehr. Und Qualität natürlich auch. Alles ist ja ziemlich erweiterbar. Okay. Lassen wir es erstmal so. Wir haben zwei Labore. Ich würde natürlich vielleicht später noch mehr bauen. Was wollen wir jetzt machen? Das ist die große Frage. Auto verbessern oder gehen wir jetzt dabei und versuchen Prozesse zu optimieren? Also Autodesign geht auch. Allerdings brauchen wir dafür Designpunkte, die wir generieren. Das heißt, hierfür brauchen wir später diese Entwicklerbüros. Die müssen wir erstmal noch erstellen. Also das geht zurzeit nicht. Das Einzige, was wir machen können zurzeit, ist eine Limousine bauen, aber das in 4 Stufen. Wir könnten die in jeder Art von Klasse machen. Kompakt, Mittel, Ober- und Luxusklasse. Das heißt, 4 verschiedene Fahrzeuge können wir auf dem Markt anbieten, obwohl das immer dieselbe Karosserie ist. Und die Frage ist jetzt, was wir machen. Das, was sehr leicht immer geht, ist sehr schnell ein Soundsystem zu installieren. Weil wir dafür nur Entertainment erforschen müssen. Als Folge machen wir das Entertainment System. Das können wir einfach so in der Elektronikabteilung nachrüsten. Und dadurch haben die Autos ein bisschen mehr Ausstattung schon einmal. Ne? Vielleicht machen wir das sogar so, dass wir hier sehr viel Elektronik schon mal erforschen. Auch Spracherkennung ist natürlich viel, aber wir kriegen sehr gute Autos so hin und können vielleicht dann die Mittelklasse parallel fahren lassen. Was dann sehr gut geht, ist, dass wir in den Zubehörabteilungen verbessern, aber das schauen wir uns alle später nochmal an. Und jetzt können wir die Zeit schnell vorlaufen lassen. Ach nee, was ich immer sehr schnell forsche. Zuerst ist, habe ich jetzt fast vergessen, die Elektronikherstellung, die Stromproduktion machen wir selber. Das heißt, wir erforschen zunächst einmal Stromproduktion. So, jetzt sind wir soweit. Weil hier oben ist der Akku ist auf 0, das heißt... Wir haben zurzeit einfach keinen Strom oder beziehungsweise beziehen den Strom und der kostet eigentlich gut Geld. Ausgaben, Preise, Kredite, also wir haben schon Geld natürlich ausgegeben.
Ausgaben pro Stunde. Nach einer Stunde können wir das gleich sehen. Da ist sie um die erste Stunde. Und da sehen wir, dass das Rohmaterial so teuer war hier. Kapitalanlagen, okay, das ist einfach das, was wir gekauft haben. Ne, das ist die Summe hier. Ein Komponenteneinkauf kostet auch gleich gut Geld. Stromeinkauf 3000 die Stunde. Mal gucken. So, jetzt wird das Auto gebaut. Wir haben hier Karosserien, kein Problem. Der spuckt genug aus. Wir können auch zwei Autos so gesehen zeitgleich hier vom Band laufen lassen, die dann aber durch zwei von diesen Strecken laufen müssen, damit das sich lohnt. Und jetzt sehen wir das, alle Lager sind voll und deswegen brauchen wir erstmal auch viel Kapital, weil viel Geld erstmal investiert wird hier durch Auffüllen der Lagerung hier. Ja, und ihr könnt das sehen hier. Also Rohkarosserie unten wird hergestellt, ist schon alles fertig. Jetzt machen die was Neues fertig. Und ja, das geht immer schnell. Wir gehen mal weiter und gucken uns hier gleich die Verarbeitung dort an. Wir haben überall so zwei Mitarbeiter. Hier sind es sogar ein paar mehr. So recht viele sogar, ne? Ja, und die kosten auch alle Geld. Das heißt, wenn wir später in die detaillierten Ausbauphasen gehen, haben wir auch in mehr Stationen auch mehr Mitarbeiter. Aber wir können die Autos besser oder bessere Ausstattung geben dann, ne? Ja, wie schnell das geht hier, ne? Karosserie, ruckzuck ist es fertig. Sieht ganz gut aus und so schon ist es in der Lackierkabine. Da passiert jetzt nicht viel, außer Grundierung und Farbe. Wir können die auch verbessern später. Aber das dauert natürlich so seine Zeit. So, das Auto ist fertig in Rot. Und es wird automatisch in unterschiedliche Farben produziert, dieses Auto. Hier bekommt es jetzt die Motoren und Reifen drauf. Kann man auch sehr gut sehen. Die nächste große Veränderung. Hat aber immer noch keine Scheinwerfer drin oder so etwas. Hier werden jetzt die Scheinwerfer montiert. Was auch noch fehlt, sind die Scheiben. Da sind jetzt auch drin. Das ist das Auto schon sehr geschlossen. Hier geht es immer ganz schnell. Ich weiß gar nicht. Ach so, Elektrik, ja, wird ja gar nicht montiert. Qualitätssicherung und schon ist es gleich im Shop. Und da steht das Ding. Und jetzt ist hier so eine Fahrzeugbewertung. Viele finden das als ein falscher Karosserieteil, aber Karosserieteile können wir ja noch nicht ändern. Dementsprechend müssen wir diese Aussage erstmal ignorieren. Wir können jetzt auf die Ausbaustufe achten, aber das Auto wird gut verkauft. Und dieses Auto ist sogar ein mängelbehaftetes Fahrzeug. Trotzdem ist es auch gleich verkauft worden. 9 Kunden pro Stunde, 2 Verkäufe und produzieren tun wir einen pro Stunde. Das sollten wir vielleicht mal erhöhen. Müssen wir mal gucken, was sagt unser Planungstool, wenn wir das mal hier so hinsetzen, dann werden wir mal gucken, wie teuer das wird. Motorenmontage. So, dann brauchen wir 292.000, ist mir noch ein bisschen zu heikel, aber wir lassen es mal so stehen. Ne, das wäre dann etwas, was wir uns kaufen können, wenn der Kontostand ein bisschen besser ist, dann machen wir das. Also ich will vielleicht auch einen Kredit aufnehmen, aber nicht zu viele, das ist ja das Entscheidende, dass wir hier jetzt nicht zu sehr in die Ausgaben kommen. Auch hier sind Mängel zu erkennen. Naja, schade. Ja, 14 Minuten und ihr könnt hier sehen, dass das dauert halt von dort aus immer ein bisschen. Okay, 430.000, die Autos sind nicht auf Halde, also verkauft sich gut zurzeit. Und das erste entwickelte Bauteil ist auch bald fertig. So, Forschungsanlagen brauche ich nicht. Wir können jetzt unseren eigenen Strom generieren, jetzt weiß ich gar nicht. Anlage 30.000 und wie viel Strom brauchen wir überhaupt? 7.500 haben wir als Energiebedarf. Ein Kraftwerk macht 1.800, also fast 2, 4, 6, 8, das heißt 4 von diesen Kraftwerken müssen wir auf jeden Fall montieren. 30.000 mal 4, 120 könnten wir machen.
Ich hoffe mir, dass es günstiger ist, als den Strom zu kaufen, weil dann so macht das dann Sinn, ne? Wenn das wirklich günstiger ist. Die Frage ist, wohin damit, ne? Machen wir das hier irgendwo ran? Können wir durchaus machen. So, da haben wir jetzt 4 Stück. Die helfen schon mal uns ein bisschen auf die Sprünge, sodass der Stromankauf 5000 pro Stunde. Wir sehen auch, in 24 Stunden hatten wir schon 48.000 ausgegeben. Das heißt, nach 24 Stunden haben wir eine Anlage bezahlt, locker. Und diese Amortisierungszeit ist eigentlich sehr schnell erreicht. Ja, sollte man annehmen. Okay, das war's. Die Fabrik ist schon soweit schon mal entstanden. Wir sind diesmal ja auch sehr vorsichtig, also brauchen wir alle ein bisschen länger dafür. Auch die Forschung geht nur sehr langsam. Vielleicht baue ich doch noch ein Büro mehr. Ich muss aber erstmal auf Nummer sicher gehen, dass wir hier profitmäßig richtig unterwegs sind. Und das sind wir zurzeit nicht. Wir sind noch im Minus. Minus 85.000, das heißt, das Geld ist auch schnell weg. Und dann ist ein Kredit fällig. Und das, obwohl wir Autos gar nicht auf dem übrig haben zurzeit. Machen wir da Minus mit. Ja, wir verdienen nur 2.000. Da müssen wir den Kaufpreis ruhig erhöhen. Wir bleiben aber in der... Oder wir gehen in die Mittelklasse. Unser Auto wird auf einmal zu einem Mittelklasse-Auto. Ich würde sagen, das können wir machen. Und dann ist es nicht Limo Compacto, sondern Mitello. So. Okay, das ist unser Auto jetzt. Und dann hoffe ich mal, dass wir ein bisschen mehr verdienen. Es ist jetzt einfach ein bisschen komisch, sieht es aus, weil wir einfach den Preis erhöht haben. Es ist aber so, dass wir jetzt in der Mittelklasse unterwegs sind. Und ich habe sogar schon einen Verkauf von denen. Also, das kann sein, dass sich ein bisschen ansammelt. Dann stellen wir das Auto wieder um auf kompakt. Ich will auch beide Autos auf einmal produzieren. Aber der Unterschied ist, dass wir für die Mittelklasse vielleicht ein paar Anbauteile reinbringen sollten. Weil jetzt sehen wir, staut sich schon. Ne? Mittelklasse-Fahrzeuge bleiben schon mal hier stehen. Und unzureichende Ausstattung, ja, ist hier durchaus ein Kritikpunkt, sagen wir mal so. Okay, aber trotzdem verkaufen wir mal einen. Und dann kriegen wir richtig Geld rein. Ja, schönen Dank fürs Zuschauen. Den Rest, oder es geht weiter in der nächsten Folge. Schönen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, ansonsten würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ein bisschen mehr produzieren. Ich will auf jeden Fall die zweite Bahn hier lang kriegen. Denn seht ihr, was ich meine, wie schnell wir dann hier Autos produzieren, dass wir dann schon deutlich besser werden. Aber zunächst einmal, mehr geht nicht. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.